Bin da. So, erstmal die. Muss mal gerade gucken. Ich bin draußen im Boot. Ja, ich komme jetzt auch raus. Ich weiß nicht mehr, wo lang. Lass uns in der Nähe vom Strand treffen. Leute, ich bin am Start. Wurde direkt gekickt, oder was? Wurde gekickt? Okay. Sorry, ich war gerade gemutet. Was ist denn jetzt? Also, ist jetzt der Hase voll? Vor der Festung. Komm vor die Festung und wir fahren los. Die Flussmündung. Wir fahren jetzt Richtung Norden, wenn ich mich jetzt nicht täusche gleich. Okay, an der Seite entlang? Ich komme. Hä, ich komme aus unserer Basis gar nicht mehr raus. Also, wieso zu Balui? Balui geht alleine an Land? Dadurch, die Koordinaten sind nicht ganz korrekt, ja? Der zweite Minus kommt vor die erste Zahl. Okay, ja, ich bin Minus jetzt im Boot am Strand. Wo bist du? Okay, wir fahren jetzt erstmal. Warte, nein. Wer ist da am Strand gerade? Einer von euch? Nee, das ist Balui. So. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Da kommt wer, wer ist das? Okay, wisst ihr, in welche Richtung das geht zur Flussmündung? Der Reax gehört zu uns. Was, wie du weißt, der gehört nicht zu uns. So, sind wir alle? Sind alle da? Ich glaube schon. Er ist jetzt eigentlich. Ihr müsst mir unbedingt helfen mit Situationen, wenn einer jemand bei uns im Gegnerteam ist. Okay. Hier lang. Wir müssen hier lang. Nessie, komm rüber in den Discord von Suro. Komm rüber, Talk 3. Wo seid ihr nach rechts? Okay. Oh, riskiere mein Leben jetzt. Das ist die Mission. Redet Pera, wissen Spark und du Bescheid. Ja, die wissen Bescheid, aber Spark hat Angst. Er wollte uns nicht gehen lassen. Okay, aber Spark ist ja auch nicht der alleinige Leader, ne? Wir haben ja zwei in unserer Gruppe. Ja. Können wir nur ein bisschen Abstand nehmen vom Strand? Was? Lass uns nach rechts gehen. Nessie, kleb an meinem Hintern, bitte. Sneaken, Peter? Ja, das ist nicht so einfach. Ich muss ja, kann ich sneaken, während ich in meinen Inventar gucke? Nein, das mal kurz abbremsen, damit die anderen rankommen. Ist da jemand in dem Boot? Nein. Oh, ich bin Connection Lost, ne? Was? Habe ich zwischendurch auch, leckt auch ein bisschen leider. Einmal sprinten und dadurch auch ihr Part langsam. Ja. Nessie, connecte wieder, ich warte hier. Wir müssen jetzt hier rauf. Nessie? Warte. Oh nein. Nee, ich komme nicht mehr drauf. Wieso nicht? Dann starte Minecraft mal. Okay, gut, wir fahren weiter. Du bist ja nah an der Basis. Du kannst locker zurück. Ja, fahr lieber zurück. Zu dritt sind wir gut. Wir haben gute Kraft. Wir sind ja komplett verzaubert. Nessie, findest du den Weg zurück? Was ist mit Early Boy? Mal gucken. Ich weiß gerade nicht, wo ich gerade war. Early, wo bist du? Wo genau seid ihr gerade? Ich bin gerade bei dieser fliegenden Base hier. Wir sind jetzt an der... Ja, genau. Weiter. Ja, komm jetzt. Einfach weiter. Wir warten kurz ein bisschen. Peter, du baust dich hoch langsam. Also hast du zufällig... Nee, du brauchst kein Boot. Hier sind wir losgefahren. Hier war der Treffpunkt, wo wir geflüchtet sind. Okay. Und dann kommst du zum Wasser. Stark. Wir fahren weiter. Vorne ist ein Boot. Jetzt kommt gleich die Flussmündung. Ist nicht so leicht, mich hochzubauen, tatsächlich. Okay, ich bin wieder drauf, warte. Check dir mal die Boote aus, die sind leer, oder? Ich würde aber vorschlagen, Nessie, du weißt, wo der Weg ist, fahr passiv schön am Rand. Ich glaube, dass wir können nicht auf dich warten, glaube ich. Oh, ich bin da, aber bei mir... Bei mir lädt die Welt gerade extrem. Ja, die ist wirklich extrem. Noch ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin irgendwo im Wasser. Keine Player-Updates? Wo seid ihr? Ach, nee. Oh, es lädt gerade absolut nicht. Ein Kev reingefahren hier. Ja, ich weiß ja nicht, Weiter. Die Koordinaten. Wo lang? Wir müssen weiter einfach. Ich wurde zurückgelegt. Wir müssen weiter. Was da vorne ist jemand? Ich will nichts sagen, aber ich bin komplett lost. Wer ist das? Angriff? Mach F3 auf. Mach F3 auf Nessie und fahr Richtung Süden. Dann kommst du zu unserer Base. Wieso hat da sein Banner nicht draußen? Nee, da gehört nicht so zu uns, Dombra. Wo genau seid ihr? Ich finde euch gerade nicht. Der will uns doch den Dia geben. Ja, genau. Er kann weiter. Alles cool. Wir sind friedlich weg, damit er nicht denkt, wir greifen ihn an. Ich war doch minimal von der Base weg, oder? Nach Süden musst du. Ja, ein Stück was. Eigentlich aber. Ich sehe gar nichts, gar keine Base. So, der soll sehen, wie wir vorbeifahren. Keiner greift ihn an. Zieh deines Weges, Junge. Das müsste da vorne schon sein, ne? Ja, genau. Ja. Da vorne müsste es sein. Da müsste Peter in der Mauer. Die sind jetzt zu zweit, oder ne? Ne, okay, der steht allein. Okay. Kurz Peter, aussteigen, zusammenbleiben. Ja, auf jeden Fall weiter dabei, mich hochzubauen. Oh, shit. Boot einpacken? Ja. Na gut. Hat jeder. Gut, ich hab jetzt kein Boot, aber ich steige. Ja, ich hab noch ein zweites Boot, alles gut. Okay, jetzt brauchen wir Boot. Ja, ich komm. Ja, alles schon so ich nicht, okay. Wo ist Peter? Bisschen weiter im Wald oder was? Nee, da hat sich. Die haben da sich runtergegraben. Die müssten also genau weiß ich nicht. Er müsste sich jetzt hochgraben, theoretisch. Ja, ihr also dürftet den Eingang unserer ehemaligen Base vielleicht auch sehen. Oh Gott, jetzt bin ich hier in irgendeiner Höhle. Das ist hier das Chaos, zusammenbleiben. Hier müsste es sein. Okay, ich bin bei unserer Base. Vielleicht gehe ich auch wieder in die Höhle einfach und gehe den anderen Weg hoch und dann komme ich zu euch. Bau dich einfach hoch.
Ja, komm. Ich halte Ausschau aus dem Wald, noch Ausschau halten. Okay, okay. Ich gehe rein. Ich hol Peter. Ich versuche Peter abzuholen. Zück dein Schild oben. Wer beobachtet, bitte mit gezücktem Schild, damit ihr einen Pfeil im Zweifel abwehrt. Ich beobachte den Strand und die Mitte. Da vorne ist ja der Neta, oder? Moment. Ich beobachte den Wald und die Mündung. Da unten. Braucht ihr noch meine krasse Hilfe? Nee, wir sind auf dem Weg. Lehrmann sind immer da. Wir sind ja in irgendeiner Base. Die haben eine Base gebaut, glaube ich. Ja. Ja, aber ich sehe den Namen. Ich sehe deinen Namen, Peter, glaube ich. Das müsstest du sein. Okay, gut. Kommst jetzt die lange Treppe auf. Da bist du. Hey! Da ist Dadasch! Da habe ich wieder diese freundlich zu sehen. Rekrutiert. Na komm, Meister. Wir gehen erstmal. Wir müssen uns nur beeilen. Wahrscheinlich haben das die Streamsniper mitgekriegt. Na, hier sind gerade ganz viele Namen. Ja, nee, komm von unten hoch, das sind die. Peter, okay, ich bin da, Leute. So. Schnell ans Meer, komm. Ja, ist Peter, ab ans Meer. Noch ein Boot. Nicht zu würdig, wir haben Zeit. Ja, nicht springen, alles cool. Sehr schön, sind alle da. So, kommst du mit Peter, komm gerne bei mir mit rein, ich hab noch ein Plätzchen. Oder so, alles cool. So. Oh. Ja, ich sitz bei Dadosch. Lass mich nicht zurück, Freunde! Warte auf mich! Early, komm her! Early, komm her! Komm rein, wir haben auch ein Boot. Niemand wird zurücklassen hier. Ich wollte gerade sagen, haben wir. Nice! Nice, hat funktioniert. Wow. Mein Herz, Leute, ey. Peter, wie viel AP hast du? Genau, wie viel zwei hast du? Herzen. Oh, da braucht er Suppe. Ich habe eine Suppe dabei. Ich habe auch fünf Fleisch, falls du ne. Ja, komm, ich mach mal Base. Ich bin voll, was das angeht. Das ist kein Problem. Nur dann Leben machen wir das halt gleich. In der wenn wir ja, in der Base sind, kann er seine Suppe essen. Vor uns, Flo. Okay, alles gut. Das ist Flo, ne? Das ist Flo, oder? Okay, durchlassen. Nein, das war jemand anderes, aber ja, jetzt kein Stress. Flo, los, Liebe. Sehr gut, Leute. Wir dürfen jetzt... Wie viele Leute sind wir jetzt eigentlich im Team? Wir sind jetzt 23, wenn ich mich nicht täusche. 23. Ich nenne das... Einfach die Mega-Allianz. Ja. Ja, ist halt echt so riesig. Die Mega-Allianz vom Mega-Projekt inspiriert, ist so. Ich glaube, es wäre dennoch so, wenn Peter vorher die Suppe ist. Chat soll nicht so hintergehen hier, Alter. Nein, ich werde hier schon nicht mit meinen Messer. Ich muss tatsächlich sagen, es gibt eine Spielerfalle von Gommel. Was ist denn jetzt los, ey? Zwei dunkle Bäume. Okay. Ah, ich wollte nicht wissen. Disconnect. Was? Leckt ihr? Okay, dann... Ja, ich bin rausgeflogen, scheiße. Warte mal, war Terra nicht mit bei uns? Wir bleiben hier, dass er sich sicher wieder einloggen kann. Okay, lass wir nicht bleiben hier, gehen. Alles klar. Also habt ihr gehört, Leute, es gibt eine Spielerfalle, die Gomme gebaut hat, bevor er gestorben ist. Da bitte aufpassen, wenn ihr einfach so eine Holzstruktur seht am Strand. Und weiß einer von euch, wo Cause I'm Sarah ist? Weil ganz ehrlich, die will ich heute eigentlich tot sehen. Ja, die müssen wir jetzt verkillen, ohne Witz. Die will ich heute tot sehen, also weil das geht gar nicht. Wieso sagt mein Chat die ganze Zeit, ich soll die Suppe essen, obwohl ich noch volles Essen habe? Weil die dich halt anfangen. Hast du eine seltsame Suppe? Nee, ich habe nur eine ganz normale. Ja, dann nicht. Ich habe eine seltsame Suppe. Lol, ich wurde auch gekickt. Ja, ich sehe es. Dein Zombie fliegt hier. Ja, machen wir dann nachher. Ich mache Minecraft gerade neu. Ja, wäre schon sinnvoll. Wir sind hier. Das ist schon sinnvoll, wenn Peter sich heilt, weil wenn irgendwer mit dem Bogen schießt, ist er instant tot. Ja, eben. Ja, okay. Deswegen ist gestern Mo gestorben. Ich drop dir die. Warte. Kann ich einstellen, dass ich deine Optifine-Umhänge nicht sehe? Ich hab's ins Wasser geschmissen. Bruder, da muss ich aber los. Weil ich kann meinen ausstellen, aber deinen sehe ich halt trotzdem. Show Optifine Cape musst du ausschalten. Das sieht aber ganz schön tief aus. Ich sehe meins ja auch super hier. Lass mich nicht ertrinken. Warte mal. Soll ich die holen? Ich bugge. Wieso bugge ich? Help! Guckt euch um, bitte. Bugge. Ich komme nicht weg. Alter. Ist da, wie tief ist das? Kann man da runter? Also ich denke nicht. Ich packe fest. So, ich denke nicht. Ja, steig bei mir einfach ein, wenn du kannst. Steig ein. Ich bin wieder da. Warte, Peter hängt fest. Lol. Nee, bei mir ist alles gut. Ich suche nur die geile Suppe. Kev, Video-Setting, Details und dann Showcapes machst du auch auf. Mach dich schon die Suppe. Was? Video-Capping? Wo? So. Video-Settings und dann Details. Details. Alter, wie das lag. Ich komme hier gar nicht weg. Was ist das? Umhänge, ne? Ja, das ist genau das gleiche, wie was Dadosch hatte. Danke. Ihr könnt nicht mehr aussteigen aus eurem Boot. Ja. Ich kann aussteigen. Ja, ich kann auch aussteigen. Ja, ich kann aussteigen, aber ich kann nicht ins Wasser. Nee, jetzt kann ich auch nicht aussteigen. Wieder dieser Wasserbug oder was? Ja, komm, dann lass weiter, damit wir hier nicht einfach so auf einer Stelle stehen. Wenn das ein ganz normaler Pilzsuppe war, dann ist egal, ich kann dir gleich ein paar Steaks nehmen. Jetzt bin ich in einem Boot. Okay, ich kann mit dem Boot einsteigen. Seid ihr alle in einem Boot? Ja, ich fahre jetzt auch selber eins. Aber das war eine seltsame Pilzsuppe, oder? Dadosch aber, du leckst wirklich bei mir. Das ist aber schade, dass die weg ist. Okay. Aber es geht super. Das heißt, ich habe jetzt eine Person mehr. Ehrenaktion, würde ich mal sagen. Aber wirklich Ehrenaktion. So muss das sein. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wie wir das mit dem mit
dem zweiten Team machen, ob wir eine doppelte Festung einfach haben. Weil wir haben ja ein Landteam und ein Inselteam sozusagen. Na, das Inselteam, das möchte lieber auch ins Wasser bauen. Aber okay. Ich finde eigentlich eine Landfestung nicht falsch. Also eine Landfestung kann nicht schaden. Wir müssen sowieso irgendwann in die Mitte. Das heißt, wenn wir uns vorbauen Richtung Mitte, dann wären wir schon mal auf einem guten Weg. Okay. Weil also wir haben ja das Problem, die World Border wird ja kleiner mit der Zeit eventuell. Ja, echt? Genau. Aber das ist nur eine Theorie, oder? Ja, also er hat es gestern im Stream erwähnt. Ah, er hat es gestern, okay. Machen. Ich würde auch tatsächlich gerne den einen oder anderen einfach klatschen und wieder auf den Fokus auf Kozam Sarah bringen. Ich meine, die schlendert hier irgendwo allein rum. Vielleicht mache ich heute den 31er Stream-Sniper. Wieder deine, ganz ehrlich, haben ja auch deine Zuschauer machen oder? Deinen Job dafür. Ja, Leute, guckt mal, wo steht Sarah? Wo ist das eure Base hier? Ja, das sind wir. Ja, das da. Wir haben zwei Teams, Peter. Einmal rechts an Land, wo diese Hölzer sind. Da, ja, wo dieser Mossy Cobblestone ist, da stehen die auch manchmal. Okay. Das heißt, das Team gehört auch zu uns. Wir wollen uns aber noch hier am Angeln zu erkennen. Hallo. So, herein. Darosch, bitte raus. Warte, ich schlage zu. Vorsicht. Oh, Spargel wieder. Was ist das? Nice, rein in die gute Stube. Okay. Wir haben es geschafft. So. Er ist tatsächlich noch am Leben. Und wir haben es geschafft. Wie kann das sein? Muss aufpassen, wenn du aussteigst. Kann ja einer mal ein Boot hinsetzen. Ich bugge hier gerade irgendwie. Warte, ich baue dein Boot. Oder nee, komm erstmal rein. Ich hau nicht zu. Erstmal muss ich. Jetzt bugge ich. Warte, ich baue dein Boot. Gehst jetzt nicht drauf. Wieso habe ich gerade Damage gekriegt? Du hast nicht an dem Boot festgebackt. Oh Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Hä? Da ist der Cornel. Gehört er zu uns? Ja, also, ja, das Ding ist, die Olle ist im Wasser. Ich muss den Stream-Sniper machen. Ich möchte aber ganz kurz einmal in den Keller rein, denn ich suche mir Lava. Peter, das war schon mal erfolgreich. Willkommen im Team Geilo, sage ich jetzt einfach mal. Und ich gehe kurz Lava suchen, spreche mit Spark. Ihr kriegt, ihr regelt das alles. Bis dann. Jo. Vielen Dank für die Hilfe. Wo ist Spark denn eigentlich? Okay, ich habe einen anderen Discord. Also anderer Discord. Achte, ich komme rein. Der ist nicht im anderen Discord. Doch, Peter, du brauchst einen super. Ja. Oh, warte mal, hast du den Discord vielleicht nicht? Okay, gucken, was hier abgeht, offenbar. Mach dir hier so was ein Chaos, ey. Okay, Peter, da ist noch eine Suppe für dich vom Gaming, nice. Los, nimm sie auf, Spiel. Oh. Nimm sie auf! Er will nicht. Jawohl. Dankeschön. Und du brauchst noch Eisen, ne? Du brauchst aber Hunger. Leider. Ach so, ja, Hunger habe ich natürlich. Ja, genau, dann sprinte ein bisschen. Hurley, was machst du? Ich mach, dass man hier reinfahren kann und nicht vor der Tür mit 20 Leuten da sein Boot abbauen kann. Nein. Wir haben doch hier drüben einen Eingang gemacht. Ach so. Das soll man nicht reinfahren kann. Das ist doch super gefährlich, wenn da Feinde rein. Hey, nee, ich mach das doch zu. Aber so musst du nicht vor der Base stehen und dein Boot in Ruhe abbauen. Aha. Kannst du reinfahren, Tür zu machen und dann dein Boot in Ruhe abbauen. Du kannst ja vor der Base stehen. Dann kriegst du Damage. Leute, Alarm, gehört Zuro Paul zu uns? Ja. Ganz sicher? Ja. Okay, aber sonst wäre kann die Suppe nicht. So, weil ich. Kev, willst du. Ja, spring einfach, Peter. Ja. Spring, bist du. Ja, Zuro Paul gehört 100%ig zu Hause. Okay, ich bräuchte aber wirklich eine Liste, Alter. Langsam wird's übel. Nee, wir machen einen Banner für den Schild für jeden. Dann kannst du den Schild zeigen und dann weißt du, dass du. Ich hab schon den Banner für den Schild. Also, ja, aber leider noch nicht alle, ne? Wo war denn hier die Höhle? Ich brauche nämlich Lava. Ich finde den Eingang nicht. Kev, willst du die Sarah jagen? Den Eingang? Ich will die Sarah jagen. Ich will nur kurz Lava finden. Der Eingang ist hier. Und könnt ihr mal sagen, wo der Zaubertisch ist? Oben. Oben, Mitte, mittlere Ebene. Zeig mir mal bitte, wo der Eingang ist. Ich sehe den nicht. Wo bist du draußen? Ich bin unten. Hier. Ich stehe unten in der Mitte. Aha, okay. Der Eingang zum. Hier, hä? Kev, wo bist du? Hä? Lol, ich hab keinen falschen Anruf. Kev ist ganz unten. Kev ist ganz unten. Ach so, da unten. Ich will da den Eingang wissen zum Mine Cave. Und dann hole ich mir Lava und dann klatschen wir die. Im Stream-Snipe-Modus. Ehre. Wer will, war auch geschrieben, aber er antwortet nicht. Da schreibt jemand gerade, die ist bei uns. Wie, die ist bei uns? Nee, Peter, wie läuft dein Workout? Sarah ist nicht allein. Mit wem hat sich die 31 hier zusammengepackt? Sag mal bitte, wo das Cave ist. Ich glaube, das war. Moment. Nicht hier. Irgendwo Lapis? Da. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich hab ein bisschen Lapis. Wo bist du? Ah, ich hab noch gerade gefunden, danke. Nee, hier war's nicht. Das war in irgendeinem Gang runter, oder was? Gehört Flo FI Chem oder sowas zu uns? Weiß ich nicht, aber der ist lieb und nett. Da tut keiner Fliege was zu leiden.
Der Flo? Ja, ja. Was ist das hier für ein Zombie? Ja, aber wir können nicht jeden weiter nett. Nein, nein, wir können nicht jeden. Wer nicht zu uns gehört, ist tot. Lass ihn rein und wir töten den. Ja, nee, genau. Das könnt ihr Flo nicht antun, das tut mir der Seele weh. Wer ich mach das, kein Problem. Dann sag doch, dass Flo lieber gehen soll, bevor das passiert. Cap will ihn sich holen. Haust du drauf, echt jetzt? Oh no. Komm zu mir, ein dir geschenkt. Für mich dann, wenn ich ihn quatsche. Also, so. Das machst du nicht. Wo ist denn jetzt dieser doofe Eingang zur Höhle? Ich bin nicht doof, oder was? Ich hab da gestern noch gefahren. Wieder jemand getötet? Es ist auf jeden Fall wieder jemand tot. Sag mal, ist Stegi da drüben, ja, oder bin ich blöd? Echt jetzt? Wo? Ja, STXGI. Ist das nicht Stegi? Ja. Ja, der steht da drüben. Ja. Vor unserer Base steht der. Da, okay, gegenüber. Keiner sagt was. Er gehört nicht zu uns. Was ist jetzt sammeln. Wo ist Stegi? Sammeln. Wo? Gegenüber, vorne an der Dingens. Hier ist ein Creeper drin. Ihr wisst, dass Stegi vor unserer Base steht, oder? Lol, Schmocki ist gestorben. Ja, ja. Warum steht er da? Er sagt, er ist nur auf der Durchreise. Lol, Schmocki ist tot. Das ist der PvP-Spieler, der mit Venien so rumläuft. Lol. Ja. Warum steht Stegi da, Freunde? Er sagt, Kef, er ist auf der Durchreise. Kef will hin und ihn töten. Also Stegi hat bis jetzt immer alleine gespielt. Ich glaube nicht, dass er jetzt für irgendwen spioniert. Der Kef ist gerade auf dem Trip, der will alles töten, was also hier in die Nähe kommt. Gehört Flo zu uns? Schmocki, ey. Das weiß ich nicht, das müssten Alex und Paul wissen. Aber irgendwie sagt mir der Name was. Ja, Flo JamFM. Würde mir sehen, der Name sagt was, ja, aber der ist nicht in unserem Team, nee. Was mit Flo? Gehört er zu uns oder so? Nee, ne? Nein, noch nicht. Okay, noch also, nicht? Er hat mich zwar gefragt, aber ich habe ihm gesagt, mal gucken, wie sich alles entwickelt. Also, ich habe keinen Anfang. Also, für Flo würde ich bürgen, dass der keinen Scheiß macht, wenn es darum geht. Ja, er meint ja, das ist Flo hat einfach nur Angst. Ich werde abgeschossen. Flo hat einfach nur Angst zu sterben. Ich werde abgeschossen. Wo? Von der Insel aus. Okay, die greifen an. Stegi, komm zu uns. Wir gehen runter. Brian. Stegi und Co. greifen an. Stegi und Co. greifen an. Hä? Okay. Ah, nee, Stegi wird angegriffen von Finks, heißt der Typ. Ja. Ist er bei uns? Nee, ne? Die stehen vor unserer Base, stehen die. Es laggt. Es leckt super. Alter, warum ist denn hier der Boden weg? Okay, ach, für schnell. Okay. Oh, lass. Lol, ich bin aus Versehen in den falschen Channel gegangen. Die greifen sich gegenseitig an. Was ist da los? Wer greift wen an? Ist das einer von uns hier? Stegi wird angegriffen. Ich gehe auf Discord wegen Kommunikation. Alex ist bei uns. Ja, okay. Hallo? Greift mir jetzt Stegi an? Irgendwas passiert hier gerade. Ich weiß noch nicht. Kev, was machst du? Hä, ich dachte, da war einer von uns drinnen. Deswegen habe ich gefragt. Wir sollten uns alle in einem Discord sammeln, weil ich habe das Gefühl, wir werden angegriffen. Nein, nur Stegi ist. Ja, aber das findet direkt vor unserer Base statt. Das sind mindestens 5 Leute, so viele Pfeile wieder. Leute, ich habe eine Idee. Wir könnten die Pfeile einsammeln. Random. Ich gehe da jetzt auch nicht raus und Pfeile einsammeln. Ja, wir stehen da ja noch. Sammeln die Pfeile ein. Bis gleich. Ja, keine Ahnung. War nur so eine Idee. Die stehen, ne? Genau da vorne stehen die ja, wo die geschossen haben. Ist die nicht schlecht, aber einer muss die opfern. Nee, die sind Stegi hergefahren. Gerade und sammelt die Pfeile ein. Wir können die einfach fangen. Die sind gedespawned. What the fuck? Ja, die Bogen? Ich weiß nicht. Die spawnen nach 60 Sekunden. Alter, ich hab grad fast mich angezündet. Ich wollte sie gerade aufsammeln. Nee, ich glaube, das war ein Infinity-File. Es könnte sein, dass sie Glück hatten. Okay, ich stehe gerade rum und mach gar nichts. Das ist eher unproduktiv. Ne? Schnapp dir eine Angel und Angel. Aber kriegt momentan auch nur Fische raus. Also so produktiv ist das auch nicht. Hallo, Freunde! Brian fährt euch herum. Wir haben gerade eben erst gerafft, dass wir einen Discord haben. Wir haben das in Infos gepostet bei uns. Ja, ich war heute ganz bei meiner Freundin am See. Phoenix ist immer noch hier und rudert um uns rum. Ja, wir haben drei Leute. Was ist da machen? Gehen wir da drauf oder was? Nee, ich würde nicht rausgehen. Da draußen ist gerade irgendwie. Ja, da steht das Stegis Team vor der Wand raus. Nee, die wollten Stegi töten. Wer ist denn? Gehört er zu uns hier? Ja, das bin ich. Der Alex, kannst du aufmachen, bitte? Kannst du aufmachen? Danke. Er hat noch irgendwie hier ein Schild zum machen. Hat einer von euch einen Bogen oder ein String? Ja, ich kann gleich machen. Ja. Strings ist halt unser Problem. Deswegen, wenn Nacht ist, müssten wir eigentlich raus und holen. Aber ja, aber deswegen, wir können nicht den ganzen Tag jetzt hier drinnen hocken, glaube ich, wieder. Nee, wir brauchen dringend Strings. Dringend Fäden, ja. Basti? Ja, ich hab jetzt gerade wieder entspannt. Nichts zu tun. Was ist? Basti, kannst du mein Schild farbig machen? Ne, ich kann nicht. Ich weiß nicht, wie. Wer hat das gemacht? Klim. Okay, ich geh zu Klim und bringt ihm weiße Wolle, dann kann er es euch machen. Das ist anstrengend, ne? Oh, Auxi ist weiße weg. Wolle. Holy shit. Und steht sogar da, wer alles offline ist? Regen. Ist Auxi. Die sind an uns vorbeigefahren. Klim, ja, die haben Mist gemacht oder sich gejagt oder sowas. Ich verstehe nicht, was da passiert. WTF?
Wer hat noch keinen Banner für sein Schild? Ich hab einen. Ich hab keinen Banner. Kann man das einfach zusammencraften? Lieber hat schon. Einfach mit. Da ist noch ein Boot rechts von uns. Ich brauch jetzt Wolle. Entschuldigung, Gaming. Gehört Misuri zu uns? Wollen wir Wolle holen, Klim? Ist Mitsuri? Ich hatte ganz viel nicht zu uns, ne? Ja. Wollen wir eine Expedition machen, um Wolle zu holen? Wir brauchen halt Wolle für die Schilder. Kawas und Mitsuri sind hinter uns. Okay, also wir sollten uns nicht trennen, weil gerade haben wir super viele Teams bei uns. Gerade nicht später. Würde ich auch sagen. Also Mitsuri hat aber angedeutet wohl, dass sie friedlich sind. Hat hier mit dem Schild gewackelt, also keine Ahnung. Ich traue gar niemandem. Ja, natürlich nicht, aber heißt nicht, dass wir gleich alles töten müssen, was hier zu nahe kommt. Doch, ich bin jetzt angegriffen. Ja, aber gut, mal ein paar mehr Dias wird uns ja auch den anderen. Weil du, ich mag eine Einstellung. Genau, wer hat denn hier aufgemacht? Lol. Bisschen Roleplay, ein bisschen genau, Donpa, sein. Lass Donpa in Ruhe. Der bringt uns einen Dia, Kev. Ich dachte, er hat den schon gebracht. Kev ist sogar nicht im Channel. Der war doch gerade. Oh. Ja, das ist das Problem. Wir haben gerade 3 Discords, auf denen wir aktiv sind. Channel-Hopping hier. Ja. Ist er auf einem anderen Discord? Ja, Suro-Discord. Da ist Pete, der ist halt nicht hier. Ja, Pete sollte es auch. Ja, ich hatte. Fragen, ich habe den Überblick verloren. Es wäre eigentlich. Ich weiß auch nicht, ob die bei uns sind. Es wäre übelst praktisch, wenn Pete auf den anderen Discord rüberkommen würde, damit wir nicht die Discord-Channel hinterher wechseln. Ja, guck mal, die Battle. Okay, auf welchen soll ich rüber? Ich habe dich eingeladen. Okay, via Twitter. In District 3, ne? Ganz kurze Frage an die Minecraft-Pros. Wenn Peter Rotten Flash isst, hat er dann Hunger? Ja. Ja, dann kriegt er Hunger. Also die Chance besteht zu 90%. Aber auch Schaden, oder? Also, Karas zu uns. Wollen wir uns aufs Wasser begeben und Attacke machen in einer kleinen Gruppe? Ja, ein Wasserfight. Ich habe keinen Bogen oder sonst was. Wenn die einen Bogen haben, bin ich aufgeschmissen. Ich habe auch keinen Bogen, aber wir müssen irgendwo ans Festland eine Spinne klatschen. In welchem wir müssen eine Spinne klatschen. Kev, dann lass uns an Land gehen. Man muss angeln, damit ihr Bögen kriegt. Ja, aber die... kann jemand... Doch, gerade hat er mal kurz einen Schluck aufgehabt, aber sonst... Hallo? Oh mein Gott. Kommt rüber auf unseren Discord wieder. Kommt auf unseren Discord. Ich würde aber nicht bei uns hier vorne vor der Tür gehen, sondern ich würde schon eher rechts ein bisschen lang schwimmen. Okay. Leute, lass mal bitte den Discord wieder wechseln zu unserem, damit wir hier organisiert sind. Rüber. Peter, wir gehen rüber. Erstmal die 3. Peter ist schon da. Peter? Ja, ich bin in der Wasserbase. Hat denn jemand ein Eisen, bitte? Du hast nichts für Sonne, ich hab Eisen. Dir. Ich hab einen Diamant, den ich dem Team spenden kann. Das ist das, was ich... Oh, du kaufst dich also ein. Leute. Da vorne ist das Schild. Dann haben wir theoretisch 2 Dias für einen Schwert, oder? Wer hat denn den einen Dia? Leute, vorne am Ufer ist eine Spinne. Peter, bleib mal stehen. Wo ist der? Wo ist die Spinne? Ist sie ganz? Oh ja, sie ist ganz nah. Ich gehe. Ja. Dankeschön. Warte, ich komme mit Sinus. Die hatte ich noch übrig, deswegen. Und ich habe die Essen gegeben. Dankeschön. Peter. Ah, Sinus ist schon da. Wer Zombiefleisch essen smart? Nein. Ich habe dir extra, ich habe dir einen halben Stück Essen gegeben. Nee, ich meine, weil ich keinen Hunger kriege. Oh Gott, ich dachte gerade, als Spieler Suppe nicht essen kann. Ja, ich bin auch mitgekommen. Ach, aber die kannst du auch nicht essen, wenn du keinen Hunger hast. Hat 2 Strings. Sehr gut, weiter ja, Angel. Ich brauche dringend eine neue platzierte, damit ihr weggehen könnt. Peter, du sollst deine Hose anziehen. Oh, die sind ja richtig viele, Leute. Habe ich gemacht, dankeschön. Ja. Okay, gut, dass ihr das Boot platziert habt. Sorry, ich dachte, ich schwimme. Schwimmen ist in der Minecraft-Version jetzt auch. Hat wir vorher noch Heilung? Ich habe übelst viel Herzen gerade verloren, Mann. Echt? Oh, ja. Ich hab Suppen, wenn du Hunger hast. Ich glaube, ich hab auch noch. Ich hab Fleisch halt ohne Ende, aber es bringt nichts. Wow. Ne? Wer hat auf Horst gerade geschossen? Ein Typ mit Dreizack raus. Nein, schnell rein, sofort. Was, Typ mit Dreizack? Was? Ja, der ist diese Unterwasser. Oh Gott, Gaming Guides. Was ist denn hier? So ein Seemann. Der, oh mein Gott, Alter, der geht ja richtig ab. Ja, fahr weg. Ja. Die sind übel gefährlich. Wen darf ich ins Wasser schubsen? Early? Der ist direkt unter unserer Early. Das wäre eigentlich klug, den zu töten, Klim. Wen? Wieso, was kann er droppen? Dreizack? Das wäre richtig geil. Warte. Was bringt der Dreizack? Der kannst du schießen. Waffe, so. Alle mit dem Bogen. Jo. Also, da wäre sogar meine Mama stolz. Da wäre sogar die Mama stolz. Wir brauchen immer noch Strings und Wolle. Ne? Ja, ich würde Wolle holen. Ich habe keinen Bock, da mich runterzubauen. Ich weiß nicht, wo der ist. Auch das ist gerade etwas ekelhaft. Immer. Wir kriegen die schwer los. Was wären wir schwer los? Da sind 2 Leute mit Dreizack, 2 Drowns. Ach Mann, haben wir nicht hier drin irgendeine Möglichkeit, innen zu angeln? Das ist alles River. Aber schießt der zu dir hoch? Wir können die doch mit dem Bogen abschießen. Wir haben doch Bögen. Oder nicht? Gaming Guides wurde getroffen. Ich habe keine Pfeile. Wir Pfeile haben wir. Ich hab Pfeile.
Wie ist das mit einem Schild? Block ich da 100% von einem Pfeil- und Bogenschuss? Ja. Na, ich glaube nicht vorne. Ich habe ein Video geschaut. Oh! Weg, auch. Leute, der macht Ultra Damage. Ja, ja, dran hast. Wirklich. Und jetzt schießt er auch noch hier hoch. Ist er dort unten? Ja, ja. Der ist direkt unter mir. Alter, ohne Witz. Macht doch nur Wasser. Gaming Guys. Ich schieß mit dem Bogen auf ihn. Tu's. Hauptsache, wir haben noch einen Hotflock. Du musst weg. Voicer. Hotflock? Voicer. Voicer. Der ist direkt unter mir. Der ist direkt unter mir hier irgendwo. Oh shit. Gurgelt das Ding eigentlich so ekelhaft oder was gurgelt hier so? Ich schon, Zino stirbt leicht durch den Drowned. Hä? Ich hab Mob-Sounds aus. Ja, moin. Kursam, Sarah ist gerade fast durch einen Creeper gestorben, wird mir berichtet. Echt? Ja, leider nur fast. Karma. Nicht wundern, Flix und Onpoint kommen jetzt, die gehören zu uns. Nein, die sollen nicht sterben, die müssen durch unsere Hand sterben. Also Flixbus ist okay, ne? Ja. Flixbus und Onpoint Zuro. Flixbus. Okay. Flixbus ist scheiße. Gibt es eine Methode, wie man schnell Hunger bekommt, außer sprinten? Irgendwie abbauen. Du ja nie Hunger. Abbauen. Wo ist der denn jetzt hin? Schaden abbauen. Bekommen normalerweise, aber so funktioniert das sicher nicht. Also kannst du schon machen. Schaden. Aber. Hol dir mal Schaden. Leute, wir haben jetzt nur zwei Strings, ne? Ich hab die Angel gemacht. Ja, weil ich bräuchte eine neue dann. Es wurde gerade in die Chat der Frage gestellt, ob wir Sarah in Ruhe lassen würden, wenn wir ein Dia dafür bekommen. Auf gar keinen Fall. Das ist sie ist most wanted hier am Server. Wir könnten ja Dias anbieten, wer uns ihren Kopf bringt. Ja, genau. Nachfrage für den Pete-Speed-Chat, warum hast du alle Sarah? Weil sie gestern... Sie hat Thunder getötet. Ja. Nach 5 Minuten. Okay, alles klar. Aber Sarah, hast du es jetzt auch mit Chat am Start? Sehr gut, bitte. Bester Mann. Scheiße. So, Pete, hattest du Wolle? Ich krieg nur Fische, ne? Ist unfassbar. Ich hab keine Pech. Warte mal. Okay, schade. Warte mal, vielleicht hatte ich welche und hab sie weggepackt. Was ist die Aufgabe von Gaming Guide? Rumstehen. Dominik. Die Antwort, Stanny, okay. Die Antwort. So wie 50% der Leute. Ja, wollte ich gerade sagen. Hit and run. Shit. Ja, Antwort ist nein. Mach mal 6er oder 7er Trupp an Leuten, die mal. Ja, ich bin dabei. Ich will okay, dann lass mal in Sprachchannel 4 gehen. Die Leute, die jetzt mal gehen. Also wenn ich jetzt wegen einem Lag sterbe, dann kotze ich, weil ich gerade über den Creepern kämpfe. Aber einmal schaffen wir auch wieder Benit nach. Dann kotze ich und das war's. Hoffentlich sind wir gleich mehr als zwei. Okay, Erdi, du bist auch noch mit dabei. Ja, vor allen Dingen zählst du bis jetzt noch, seid ihr nur zwei. Also stimmt. Ja. Aber wir brauchen, also wenn ich schlecht, wenn Sinus mitkommt, der ist der Einzige, der einen Bogen hat. Ohne Bogen würde ich mich da jetzt nicht raustrauen. Okay. Ich frage mal ganz kurz nach, ob Sinus noch mitkommt. Ah, das Flixbus und Gaming Guide. Was macht Flix da? Genau, Christian. Am Ende lebt nur noch einer und dann wird normal Vanilla Minecraft gespielt, bis derjenige stirbt durch den Zombie oder so. Alter, der geht richtig ab, dieser. Stimmt, ich glaube, wir verlieren alle. So, ich hab den Bogen von Sinus bekommen. Ah, okay, cool. Aber sollten wir nicht mehr als drei sein trotzdem noch? Gaming Guide hat doch nichts zu tun, der wollte mitkommen. Warte ganz kurz. Ich habe das Gefühl, dass Hunger aus ist. Digga, wer baut denn da immer auf? Wo ist Gaming Guides? Ohne Witz. Der ist hier im Wasser. Der macht nämlich nichts, außer mit dem Boot rumfahren. Flixuru gehört zu uns, ne? Das habe ich jetzt gerade nämlich im Kopf. Ja. Yeah. So, wo seid ihr? Flixuru ist unser, ne? Ich bin hier. Ich, ja. Oh. Let's. Wo seid ihr? Ich bin hier mit Early auf diesem Balkon, wo die alle angeln. Okay, wollt ihr? Ich bin oben, ich bin vorne mit dem Boot. Ah, Gaming Guide ist auch da. Jetzt, wie kommst du mit? Wollen wir jetzt wirklich zu dritt? Nein, ich wollte Gaming Guide noch mitholen, oder? Ja, dann nimm ihn mit. Ja, dann musst du ihm im Discord Bescheid sagen. In welchem Channel ist nicht? Nee. Warte, ich guck gerade. Hier. Möchte noch jemand mit Wolle holen? Ja, ich dachte, ja. Ich habe Wolle hier. Wir haben Wolle, Wolle. Wir haben Wolle, ein bisschen. Ein was. Wolle. Wie viel habt ihr denn? Wir sind gleich in der Basis. Wow. Wir haben einen. Okay, Kev, Basti und Co. waren wohl unterwegs und haben Wolle gesammelt und kommen gerade zurück mit Wolle. Ach, okay, dann. Absprache on point.
On point, ja. Klim, meinst du, ich hab Seerosen. Ich würde eigentlich super gern einen Jump'n'Run-Weg bauen zur Insel. So, wacht, ihr wollt gehen? Weiß ich, würde ich nicht machen, weil die benutzen dann eher die Gegner. Wo seid ihr? Ja, aber die Seerosen kannst du ja einfach kaputt machen. Ach, wir hungern heute gar nicht. Echt nicht? Ich hab, Alter, ich hab 300 Wir können uns verloren. Auch nicht heilen. Außer mit Goldäpfeln. Early Klim, wo seid ihr? Ich bin oben einfach, weil wir brauchen wohl doch nicht gehen, weil Kev und Basti haben wohl Wolle gesammelt. Ja, ein Block, so. Ne? Ja, ein Wolleblock an sie. Ein Wolleblock haben die. Ja. Seid ihr der Trupp, der jetzt hier nach Wolle sucht? Ja. Yes. Wollten wir jetzt, ja. Wisst ihr, wo unsere alte Base ist? Also hier von Team Nira aus Ceo und so? Nee. Nee. Wir hatten relativ mittig, hatten wir so eine Burg. Da waren gestern Gomme und so auch drin. Da waren Schafe drin. Ich weiß nicht, ob die in Ruhe gelassen haben. Da waren irgendwie schon so 8, 9 Schafe. In die Base, in die Insel gehen, da sterben wir. Also ich weiß so, da wo Dena, Zander und so am Anfang gespawnt sind, das war hier so ein Stück noch weiter links, glaube ich, müsste sein, da war halt unendlich viele Schafe angeblich und Schweine und so. Da ist Herr Bergmann. Ja. Hä? Was? Herr Bergmann ist vor der Base. Ich lasse euch mal wieder alleine, viel Glück und Erfolg, okay. Ne? Danke. Da war noch jemand. Da ist die ganze Selbstgespräche, Herr Bergmann, Izzy sind alle da. Ach du heilige Scheiße. Ach du Scheiße, ja. Oh, ich hab Angst, ich muss los. Hauptsache ich hab mein Boot in der Hand. Ups, Pat. Und möchten uns euch anbieten. Ich muss sagen, ich vertraue der Truppe nicht. Ich auch nicht. Also, lass mal kurz den anderen gehen, was die meinen. Ich hab gar nicht vom Wasser aus. Sich. Also, ja. Ich muss sagen, ja, ich vertraue Herr Bergmann und Co. nicht. Ich muss übelst ein, wo du tauchen musst, oder du baust dich ein. Wer ist das hier? Vor unserer Base sind Izzy, Herr Bergmann, Stegi, Selbstgespräch. Habt ihr mitgekriegt? Ah, flick zu. Leute. Ja, hab ich mitbekommen. Wir haben keine Angel mehr, oder? Und die sagen, die würden gerne zu uns, die bieten uns an und würden gerne bei uns auf beitreten. Aber ich traue denen. Nee, da glaube ich denen nicht. Nein, ich glaube, das wäre nicht so gut. Aber die wollten doch, also soweit ich weiß, wollten die 4 RP machen. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Die machen RP und erstechen uns dann hinterrücks. Ja, okay, da hast du auch recht. Außerdem sind wir schon eine Menge Leute. Also 100% noch mehr, sicher, dass das passieren wird. Halt auch merkwürdig. Irgendwann sind wir alle. Keiner und dann machen wir alle 1 gegen 1 immer. Und der Gewinner hat gewonnen. In einer großen Arena und ungerastet. Das wäre geil. Das wäre aber echt noch geil. So hatten wir das in dem Team halt in dem Team besprochen, was wir halt vorher waren, bevor wir zu euch kamen, wollten wir dann, falls wir die Letzten sind, das mit 1 gegen 1 klären, wer dann gewonnen hat. Ja, aber Naturkatastrophen sind auch geil. Das also echt, aber denkst du echt, wir wollen zu uns oder nicht? Herr Bergmann weiß ich halt nicht, ne? Ja, die, also die sind 4 Leute, ne? Also kann ich schon verstehen, dass die Angst haben. Ich hab eine verzauberte Angel mit Mandy. Also, was? Nice. Was ein Arschloch. Ich meinte herzlichen Glückwunsch. Möchte jemand eine Angel haben? Ich brauche eine Angel. Oh. Ich auch. Meine ist weg. Der hat mir am Anfang auch die Fäden gegeben. Gib dem alten Mann eine Angel. Ich hab kein Bier. Die Angel ist schon weg. Fuck! Ich meinte, okay. Ich brauch auch. Vor uns den Gegner, der Izzy und Herr Bergmann und so. Ja, ja, genau. Danke für den Vorschlag. Pete, hast du schon was Gutes geangelt? Nee, nur Scheiße. Also ein paar Fische. Ich weiß nicht, ob das ist ich ja nicht so das. Ich hab so viel Eisen suchen, jetzt. Ne? Ich will auch angeln. Ich will auch angeln. Wir können nichts machen. Was können wir machen? Gar nichts. Warten. Verliert man Hunger? Nee, oder wie ist es jetzt? Nein, heute nicht. Ich hab echt wenig Leben, ey. Scheiße, Mann. Also generell, wir verlieren heute gar keinen Hunger, ne? Ja, irgendwie nicht, oder? Ist es eigentlich normal, dass Nessie nur auf dem Platz steht? Was? Ja, ich bin schon die ganze Zeit gesprintet, man verliert trotzdem keinen Hunger, das ist voll krass. Ja, es ist ausgemacht. Tun die mir voll das leid. Hat auch, das hat auch ein Admin in den Chat die hatten das eben schon. Ja, was für eine Scheiße, ich will mich aber heilen. Ja, das ist ja das Problem. Also für mich wäre es fein, wenn die vor unserer Base eine Base bauen würden. Ja, stimmt. Dann sind die so quasi so eine Pufferbase. Ja, sowas in der Richtung. Ja, aber dann sehen wir nicht so gut die Angreifer, wenn die quasi von. Ja, aber die sehen die. Ja, und Stegi ja, stimmt. Was ich halt jetzt nicht verstehe, dass sie noch da stehen. Also ich habe halt gesagt, sie haben uns Neutralität angeboten. Oh, das also ist Neutralität. Also ich habe gesagt, wir schimpfen uns, wenn sie uns Sarahs Kopf bringen. Spark? Ja. Ja. Du wolltest Gunpowder? Sarah, ey. Ja, wenn ihr welches habt. Wie viel habt ihr? Ich hab 4 Stück. Ich habe auch noch was. 2. Ja, das wäre ganz gut. Das wäre gut. Ja, damit. Ich habe 0. Spark, wo bist du? Ah, ja, ich bin beim Enchantment Table. Weißt du, wenn Schweizer neutral hören, dann denken wir mal gerade ich dir dann Angel wieder. Lifestyle. Ja, nee, mit Knochen. Hey Jungs. Gunpowder. Ich hab gerade so viel Lavaschaden gekriegt. Ja, von Louis. Ja, durch einen nicht gerenderten Lavablock.
Der war bei mir nicht angezeigt. Richtig scheiße. Zum ja, kannst du ja ungeschickt. Hat jemand einen goldenen Apfel, den er opfern würde? Leider nicht. Nee, der gibt dir dann ein Leben wieder. Weil wenn das nicht ich habe drei Herzen noch. Ja, kann auch ein Kleinfehler sein. Ne? Ja, aber wer war das mit dem Antwort? Meine Wenigkeit Dardosch, ich such dich gerade. Hat jemand ja, Moment, noch eine sollen wir denen jetzt anbieten, dass sie da vorne ihren Base bauen können? Ja, komm, dann haben wir noch mehr. Spark, hast du eine Angel, die ich nutzen kann gerade? Nee, ich habe nur noch eine, die benutze ich selbst gerade. Aber du angelst ja gerade nicht. Ist jetzt ein Ja von allen, oder nicht? Ja, lass sie doch da, die Möhre hast du. Ja. Gunpowder. Okay, zwei habe ich schon. Oh, noch ein Gunpowder. Was ist passiert? Ich habe zwei Gunpowder noch, Spark, wenn er willst. Hat jemand noch Strings oder Angel? Ich könnte angeln. Ich angel mit meiner Angel gerade selber, aber falls ich gleich was anderes mache, würde ich sie dir bringen. Ich komme hoch, Spark. Das ist wie schon nicht schlicht. Ich brauch kein Leder. Boah, ey, wir haben ja noch nicht gut Eis. Hallo, darf ich mal was erzählen? Ja. Mir wird gerade gesagt, dass die meine Synapsen quasi, ja, die haben gesagt, dass in den Synapsen von den anderen in den GoPros drinne rein, dass die nichts vom Kämpfen gesagt haben, sondern Frieden wollen. Ja, also wissen wir. Hä, hey, was für Synapsen? Ich bin einfach am Angeln. Was für Synapsen? Ja, ich sollte mit meinem RP-Gespräch schaufeln. Das schon, das, ja. Nee, aber bitte, ja. Das wirst du bestimmt. Alter, Dardosch, hast du gerade, ey, warst du an meinem Eisen? Spark, ich bin am Enchantment. Ja. Hier bist du. Aber hatten wir... Achso, okay. Das war nein, kannst du nicht. Hatte Early jetzt nicht gesagt, dass die hier ranbauen können oder so? Die können da vorne in der Base machen. Ja genau, wir haben gesagt, dass sie eine Base bauen können. Ich glaube, das haben die nicht verstanden, weil die stehen da immer noch so. Wer ist ja, das? Wahrscheinlich bauen die eine Base mit den Öfen und den Workbenches, die da hinbauen. Wer ist da vorne? BRG. Ah, okay. Hey Basti, wir haben viel gerettet. Ach, Dardosch, nimm dir da, wenn du Eisen brauchst, nimm dir. Nee, ich wollte nicht. Ah, die bauen doch, wir haben wegen Kohle bzw. Level. Deswegen. Okay, ja, okay. Ich hab Mending Luck of the Sea Angel bekommen. Okay, nice. Ja. Läuft. Wir haben draußen noch Eisen, oder? Das Lustige ist, bald haben wir den ganzen Server unter Kontrolle und ich werde auf dem eisernen Thron landen. Ah ja, so sieht's aus. Leute, haben wir jetzt noch ein paar Strings oder eine Angel für mich übrig? Ein String habe ich leider nicht. Ist ja keiner losgegangen und hat Wolle geholt. Junge Dame, das wollte ich nicht wissen. Hey, ich habe mal eine Frage. Hat jemand von euch Wolle jetzt geholt? Ja, ich will Wolle holen, komm. Ich will auch Wolle holen. Okay, dann gehen wir da nach oben, oder? Hashtag Oma Schlüpper. Wir brauchen aber jemanden, der einigermaßen gute PvP ist, sonst kriegen wir es nicht hin. Ja, da bin ich raus. Sinus, let's go. Nee, da bin ich nicht. Ich nee. Ich kann das nicht. Ich kann nur Bier trinken. Was ist PvP? Sagt, was habt ihr jetzt vor? Das habe ich gerade nicht mehr gekriegt. Plastik gegen Papier oder was? Wir wollten eigentlich Wolle holen. Ja. Aber es wird nachts spinnen und so. Ja, Mann. Oh, kann jemand Pen und Paper von euch? Ich kann. Ja. Das war doch PvP. Spielen wir ein bisschen Star Wars Pen und Paper. Das riecht nice eigentlich. Wer kommt mit an Land? Spinnen töten? Ich komm mit. Sprechecke 2. Okay, wenn die uns angreifen. Warte, was machen wir denn jetzt, wenn die uns jetzt in den fallen? Ich komm vom Wasser, keine Sorge, ich komm da. Hallo, Alter, ne? Ich wollte die gerade mal klatschen. Nee, bitte nicht, hab ich nicht erst. Wenn wir ob die im Suro-Channel sind, dann können wir ja mal ein ganzes mit denen quatschen. Ja, wäre vielleicht sinnvoll, ne? Sind die drüben? Nee, sind sie nicht. Sind sie nicht, ne? Nee. Haben Angst vor uns. Warte mal. Oh, lies mal im Chat. Moment, muss ich mal ganz kurz rübergehen. Ah, das ist ja noch. Ja, juckt uns nicht. Wir sind, ja, dann trauen sie sich als recht nicht mehr zu, würde halt ich sagen. Es wäre übelst nice, wenn jetzt gleich irgendwer direkt unter unserer Base ist. Ende. Ja, wir warten jetzt mal ganz kurz, weil erstmal mit Bergmann das abklären. Wobei Basti Zock direkt hinfährt. Lol. Basti ist gerade lebensmüde und fährt zu denen. Ja, die sind aber, das sind noch Leute, die nicht zu denen gehören. Wer denn? Meine Angel ist kaputt. Covers und so. Wo sind die? Das Event haben wir mitbekommen. Ah, das ist jetzt nicht so schlimm. Ah, dieses Rumgehoppel, ne? Wie geht denn die Tür auf? Hier von innen. Warte, ich mach die auf. Ja, mach die mal auf, ich will auch wieder reinkommen. Das war Abenteuer genug heute. Ich gehe jetzt auf. Ja, ich war auch. Wäre schön, wenn wir einen Notenblock hätten, um zu klingeln. Ja, den kann ich bauen. Ich baue eine Klingel. Dann habe ich was zu tun. Early. Können wir hier nicht mit Obsidian zubauen? No shit. Das wäre die beste Base. Oh Gott, ich habe gerade gedacht, ich habe einen Creeper gehört. Wieso essen die hier Goldäpfel?
Weil Balui gerade mega viel Schaden bekommen hat, also falls das Balui jetzt war. Auf was muss man einen Notenblock nochmal stellen, damit der geile Geräusche macht? Holz, gell? Ja. Hört Kavas, gehört Kavas. Oh, yo. Lol. Oh, es leckt kaum dadurch. Ja, bei mir krass. Tatsächlich nicht so krass. Ey, wer steht da am Strand? Ich nicht. Guck mal. Können wir einen Name-Tag brauchen? Jetzt sehen die Leute, wie viele. Unter uns! Wer ist unter uns? Wer ist unter uns? Oh, das stimmt. Ich kann den Namen nicht lesen. Ist es nur bei mir so, dass es halt wirklich abnormal leckt? Also bei mir leckt es gar nicht. Also ich kann nicht spielen. Wer von euch ist unter unserer Base? Was hab ich getan? Was brauchst du? Stärkegetränke sind aktiv. Unser Base sind die Mining-Truppe, Firegold und Co. Oh lol, Veni hat ausgetestet, Stärketränke sind aktiv, man kriegt einen Stärkeeffekt. Ich werde nochmal laut den Namen schreien, wenn es geht. Kommt mal einen runter, wegen diskutieren mit Herr Bergmann. Ja, so halber, ich muss nur mein Goldgerät wieder neu justieren. Hallo, okay. Hallo. Das ist auch der Wind, ne, der Wind. Aber wir haben jetzt einfach einen Nicht-Angriffspakt, wir sind ja jetzt freundliche Nachbarn einfach. Das ist ein Delfin. Wie geil ist das denn? Helfen wir euch und andersrum. Ey, wie süß, Mann! Ich bin mit Delfin, Mann! Wie geil ist das denn? Hey, ihr könnt ja nicht heilen, ihr könnt ja doch heilen, oder? Ich wollte schon immer mal mit Delfinen schwimmen. Das hey, die heilen doch, oder? Du bist neugieriger. Harakiri! Oh, wie süß, Alter. Guck, hat sich was verloren, das ist Nemo. Ich bin ganz friedlich. Okay, hey. Alles klar. Können die einen heilen? Ich dachte, die können einen heilen, Delfine. Ich glaube, keine Angst vor den Zauber. Wenn Delfine so gerne mag, kann er nicht böse sein. Ich dachte, Delfine schwimmt man nur in Miami oder so. Habt ihr Strings? Wir würden sonst handeln. Ja, wir suchen dringend Strings. Was geht denn? Wir nehmen auch Tangas. Das brauchen wir auch. Habt ihr Wolle? Ja. Nee, haben wir. Also, ja. Ich hab Wolle. Ich hab auch Wolle. Würdet ihr die geben und oder tauschen? Gegen was denn? Ja, wenn man tauschen kann, dann tauscht man natürlich. Was gibt's denn? Ich weiß nicht, was braucht ihr denn? Wofür braucht ihr denn Wolle? So ein paar Diamanten? Für was wir Wolle benötigen? Ja. Können wir leider nicht kaufen. Das sind geheime Informationen, darüber können wir leider nicht. Wir haben einen Seniorenangler gegründet. Wir können euch vielleicht Leder anbieten. Anglerverein. Boah, da würde ich aber auch gerne dran teilnehmen. Wir können euch vielleicht Leder anbieten. Brauchen wir Dominik, wie schaut's aus? Na, für Bücherregale? Ja, haben wir Bock auf Bücherregale, ist die Frage. Also wir haben schon unsere Quellen. Also gerade aktuell ist bei uns eher so ein bisschen an der Heilnot, ne? Also so Heilnot? Oder Äpfel oder sowas, wenn ihr auch einen Apfel habt. Es muss kein Goldapfel sein. Normaler Apfel können wir nicht anbieten. Ja, haben wir viele. Leute, ich hab einen Goldapfel. Den würde ich tauschen, aber der muss was wert sein. Wie viel willst du denn für den? Was habt ihr denn an Wolle und Strings zur Verfügung? Ich hab vier Wolle und einen String. Wir würden dir unser... Ich habe einen String, aber den habe ich an, wa? Hör mal, den nehme ich auch getragen. Ich rieche eh nicht mehr so gut, also das macht mir nichts. Ja, das ist ja eine großartige Sache. Also, aber es reicht auch, ihr könnt auch normale Äpfel mit rumgeben, weil wir haben auch selbst noch ein bisschen Gold. Das wäre auch eine ganz gute Geschichte, ne? Aber wir haben jetzt, glaube ich, aktuell einen String, acht Wolle, oder wie habe ich das? Einen String habe ich auch noch. Ich habe auch noch eine Suppe im Angebot. Nee, warte, doch, ich habe noch eine Suspicious Soup im Angebot. Das schmeckt. Ja, Suppe habe ich auch noch. Konzept, hör mal. Ja, dann ich Suppe und zwei normale Äpfel gegen die Wolle und den String. Machen wir, oder? Ja, das ist seltsam. Also ein String und ein Wolle, meinen Sie? Nee, die Wolle, die ihr habt. Legen wir mal zusammen. Gebt mir mal alle eure Wolle und Strings, dann gucken wir, wie viel wir haben. Ja. Also wir würden euch auch noch Michi anbieten sonst. Das klingt auch gerne mit. Ich finde das so geil mit dem Klingeln. So gut sagen. Horst Flock, wo bist du? Dann hier. Ich stehe direkt vor Bergmann. So. Du bist schon bei denen? Ja, ich chill hier meine Basis. Also ich habe jetzt zwei Strings. Ach da, tatsächlich. Oh, hallo, Herr Flock. Schönen guten Tag. Hallo. Ich merke, dass ich die ganze Zeit zwischen euch stehe. Nee, gar nicht. Aber können wir Horst sagen oder bleiben so wir hart. Bei Sie? Nee, habt ihr, die dürfen gerne Horst sagen. Ja, sag mal Horst. Schön. Ja, nehm Horst. Ja, der Horst. Bin Horst genauso bei. Ja, bei. Jo, mal so eine random Head droppen. Ich hab auch sogar noch einen schwarzen Gold. Guck mal, das geben wir auch noch direkt mit. Hallo. Also, aber kriegen wir jetzt, wie war das? Kriegen wir zwei seltsame Suppen oder eine ich seltsame Suppe? Wir haben keine zwei, glaube ich. Ich hab eine. Also ich hab eine. Und zwei Äpfel. Vorsicht, von hinten kommt, glaube ich, einer dieser Unterwasserungeheuer. Ja, aber der hat keinen. Der hat kein Ding. Das passt. Der hat kein Ding. Alles klar. Der hat keinen Gang. Der ist dabei. Ja. Okay.
Wer ist denn da unten unterwegs? Zwei seltsame Suppen fände ich schon ganz nett, muss ich sagen. Also ich habe noch eine Suppe. Ja, wir haben aber ich noch eine. Auch noch eine. Also eine Suppe würde ich mir auch reinschreddern. Ja, so eine Suppe wäre euch also, dabei. Du also ich kann aber eine Suppe anbieten. Zwei Suspicious Stew für 8 Wolle und ein String ist ein bisschen zu viel. Zwei String. Weiß ich, was das für Preise in Japan erzielt. Pass auf, wir machen das jetzt. Pass auf. Ja. Ich gebe euch eine Suppe für ein kann man aus dem Gacha-Automaten holen für ein paar Yen. Pass auf, ich habe die Soup, ja? Habt ihr noch eine Angel? Nee. Sonst würde ich jetzt noch einen goldenen Apfel drauflegen. Wir haben leider nur Strings. Okay, dann. Vorsicht, jetzt habe ich auch. Okay. Also, ich habe hier die Suppe. Wollen wir gegen die Strings tauschen? Wollen wir. Habt ihr schon den Typen hier unter der Erde gesehen? Okay. Ich bin hier. Neben dir. Das bin ich wahrscheinlich. Messi to go, das ist richtig, ne? Nein, ich. Genau. Achso, Zinus. Okay. Nee, Zinus to go. Zinus to go. Okay. Zinus to go. Hier, bitte. Ich bin ja zu groß. Dann zwei rohe Äpfel. Wem soll ich die Suppe übergeben? Wer braucht sie gerade? Ich. Das ist eine gute Frage. Ich wir verlieren doch gar kein Essen heute, oder? Nee, das ist ja das Problem. Morgen erst wieder, Leute, morgen. Was ist der Grund, warum wir kein Essen verlieren? Schön für die Erde. Die haben das, glaube ich, auch geschaltet. Das ist ein Feature. Das ist ein Feature. Ja. It's a feature. So, okay. Ja, die jungen Herrschaften. Auf gute Nachbarschaft, ne? Vielleicht auf jeden Fall. Gute Nachbarschaft. Ah, hier ist ein kleiner Zombie. Genau. Kommt aber auf ein kaltes Bier vorbei. Nessi, komm. Ach, immer gerne. Vorsicht, Zombie! Zombie, Baby, Zombie! Uiuiui! Ehrlich, steig ein! Oh Gott. Bleib vorsichtig! Ja. Hau die nur verprügel, die Kleinen! Versuch die mir Arsch! Vorsicht! Schlag ihn weg! Early Boy! Uiuiui! Hier lang, Nessi. So, er ist tot. Oh Gott, okay. Okay, das war eine Krise. Also, Herr Bergmann. Ja, das kommt fehlt mir auf. Kommen Sie mal gerne auf ein Bier vorbei. Das Bier müssen Sie aber mitbringen, ne? Das kriegen wir hin. Und Sie können auch, ich baue jetzt hier so einen Angelsteg, können Sie auch gerne irgendwie Tag und Nacht einfahren. Unter der Erde ist jemand, Alter. Das ist ich. Alles klar. So. Auf gute Nachbarschaft. Machen Sie es gut. Auf gute Nachbarschaft. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut, Junge. Welcher von euch Säcken hat mir mein Boot geklaut? Clemens ist offen. Ich war das. Clemens ist offen. Ah. Du klingelst hier die ganze Zeit. Klingelstreich. Oh, ich hab Jolt gefunden. Jolt. Oh, okay, ich helfe tauschen. Der gegen einzige von euch, der noch in unserer Gruppe ist. Was? Nee, ich glaube, Izzy ist. Okay, jetzt hat es heute Scherz gemerkt. Merkst du, dass es eine falsche Gruppe ist? Oh Mann. Ja. Wollen wir mal wieder zurück auf den anderen Discord oder was? Ja, können wir eigentlich machen, oder? Mhm. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Ist Ende im Gelände. Uff. Wir spielen hier die anderen Standard-Unterwasserteile für. Ihr seid am Main. Und so ist ja auch nicht drin. Ja. Okay. Aua. Oh, Alter, ich hab. What the fuck? Echt jetzt? Also. Hast du Damage bekommen? Ja. Die haben mir gerade gesagt. Kann man bitte jemand unten aufmachen? Ja, ich komme. Ja, ich klingel die ganze Zeit schon, Mann! Ich dachte, ich bin taub. Muss Sturm klingeln. Ding Dong! Ey, könnt ihr mal bitte, wenn ihr nicht angelt, einen anderen Channel? Es ist nicht spielbar für mich, es ist viel zu laggy. Hä? Bei mir leckt's gar nicht. Bei mir leckt es des Todes, ich weiß nicht wieso. Also bei mir geht's gerade eigentlich, bei mir ist flüssig hier. Was denn? Ja, aber das hilft mir ja nicht, wenn es bei euch flüssig läuft. So, also, ich hab ja jetzt... Damit man dir noch ein schlechtes Gewissen machen kann. Ja, bei mir ist gut. Ich habe ja jetzt den Handel in Vordergrund getrieben. Hat jetzt jemand eine Angel für mich, bitte? Ich hätte auch gerne eine. Ich brauche eine Angel. Moin. Wenn ihr die Tripwire-Hooks angelt, nicht wegschmeißen, die brauchen wir. Ja. Wenig Teams auf Attacke, haben die Leute mir gerade gesagt. So, und? Okay. Sonst ist es nicht angeblich. Ja, das wollen sie versuchen. Oder wird heute überzogen? Glaube ich, ein paar Leute mehr. Drei. Ich habe gehört, wir sind zwei. Naja, also mit dem Bergmann, ich würde sagen, halt einfach, wir werden nicht zusammen sein, aber... Was? Wir hören uns übrigens alle bei... Der Cap wurde getötet. Was? Der Cap wurde getötet, ja. Oh. Wo? Cap, what? Direkt vor unserer Base. Was? Leute, was ist los? Nein, ich hatte gerade 5 Strings gefarmt und wollte sie zurückbringen. Das hat nicht geladen. Das Leuchten hat nicht geladen gehabt und plötzlich... Ist er noch da? Die kam aus dem Nichts. Da waren plötzlich 3 Leute. Oh Gott, ey, wahrscheinlich habe ich nicht geguckt, müsste aber so schnell gewesen sein. Das war extrem schnell. Das war Safe Stream Sniping. Sonst, Alter, keine Ahnung, ich weiß noch. Ja, und ich habe gesagt, nicht drin, idealerweise. Ja, aber 2 Folgen nur Dings da. Oh, das ist scheiße. Ja, ist doch nur, egal, weil ich den 6. String noch haben wollte für den 2. Bogen. Oh Mann. 4 Leute sind das direkt vor unserer Base. 4 Leute. Jason kommt anscheinend. Echt jetzt? Warte, wir kommen. Okay, oh Gott.
Alter. Was passiert, Basti? Wir sagen kurz bevor. Wir werden angegriffen, beziehungsweise wir. Ja. Leute, anscheinend kommen ein paar Leute zu uns jetzt gerade hier. Ach du Scheiße. Wir kommen zurück. Ich muss erstmal den Weg zurückfinden, das ist nicht so einfach hier. Wo werden wir angegriffen? Mach mal einer die Tür auf unten, bitte. Wo geht's denn hoch überhaupt? Ja, komme, ich mach Tür auf. Keine Ahnung, wo es hochgeht, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Was, weiß jemand, was passiert ist? Ja, der Kev wollte die Strings holen am Landen, da kamen die drauf. Fehlalarm, ich krieg wer ist das hier? Erzählt. Das ist Dardosch, okay. Ja, irgendwer hat gesagt, Jason ist in der Nähe oder so. Es sind vier Leute, die vor uns neben Herr Bergmann und Co. stehen. Ja, dann soll die kommen. Jetzt ja, Frage, aber ob die töten oder nicht. Ja, erstmal nichts, also. Dafür komme ich jetzt nicht hoch, glaube ich. Da seid ihr genug da oben. Guck doch mal da hoch, Alter. Ja, ich brauche Herz. Also, die kommen ist Selbstmord, aber. Ja, wir sind leider nur fünf Leute ungefähr, ne? Peter, bist du noch unter Tage? Oh, leck. Nee, bin jetzt ganz oben. Okay, gut. Weil dann können wir das mit dem Gold schon mal machen, dass wir das safe haben. Warte, ich schmeiß das hier mal in den Ofen rein, das Gold. Leck. Kev wurde halt beim Spinnenfäden sammeln gekillt. Ja, er war komplett okay. Alleine. So. Ja, das ist ja, halt. Okay, das ist halt aber komplett alleine ist Whisky. Ey, meine Augen, ne? Ich halte das nicht aus hier mit den ganzen Grünscheiße. Man wird mit der Zeit ungeduldig. Der fand das halt langweilig hier. Und ja, dann ist es halt langweilig. Entweder wir überleben oder nicht. Max und Soropol sind auch alleine. Also nur zu zweit. In der Mine. Das muss man. Ich keine Ahnung. Ich habe sie nur dann aus dem Augenwinkel gesehen. Ich weiß nicht, wie Kev geguckt hat. Also es war einfach übel plötzlich. Wir haben ja immer geguckt, ne? Du siehst ja das Leuchten siehst du ja bis nach Bagdad. Ja, aber das ist ja der Punkt. Die Spieler rendern ja erst ab einer bestimmten Distanz. Ja, darauf aber... Darauf darfst du die nicht verlassen. Trotzdem siehst du die ja bis nach Bagdad. Ja wir klar, aber die rendern ja trotzdem erst 30 Blöcke von dir entfernt. Und wenn du mal 5 Sekunden runter guckst, die sind sofort bei dir. Alter. Ich weiß es nicht. Die scheinen nicht Angriffspack mit Kehler so kurz zu haben, sonst hätten die umgeklatscht. Ja, ich verstehe es auch nicht. Oder die haben irgendwie mit Corsa im Sarah was, weil Kev die ganze Zeit sagt, er will die töten. Karawas ist hier nur unter unserer Base? Gehört er zu uns? Nein. Und Mitsuri ist auch hinter unserer Base. Also hinter unserer Base. Ja, die umkreisen uns. Boah. Oh, mir tut es für Kev gerade richtig leid. Ich war ja mit ihm zusammen unterwegs, aber. Oh. Ich war dann. Das war dann so, ne? Kreisen die dann unsere Base? Wo sind sie denn? Ey, wie friedlich sind wir eigentlich? Also. So von 0 bis 10? Null. Ich hab keine Ahnung. Kann man irgendwer also von. Wenn da jetzt einer alleine zu uns kommt, würden wir den dann umklatschen oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Also hatten wir ja nicht vor. Wir haben ja gesagt, dass wir friedlich sind. Ja, okay. Ja, wir müssen aber auch gleichzeitig zeigen, dass wir uns, ne, dass die Leute sich halt nicht mit uns anlegen dürfen. Ja, ja, genau. Das ist ja klar. Wir wehren uns. Oh, da fällt einer runter. Der Delfin allein. Ja, aber gerade hier. Hör mal, ich brauche eine Angel, sonst drehe ich durch. Ich auch. Und ich glaube, das kann jetzt ganz gut laufen. Wir sterben dann, ehrlich. Was ist mit unserer Vorhut? Sind die weg? Nein, die sind nicht weg. Können wir hier mal irgendwo was hinmachen, dass wir wieder hochfinden? Gut, ja, wir brauchen mehr Slots für Angler. Ich habe schon 3 neue aufgemacht und werde jedes Mal auch weggedrängt von dem Platz. Oh. Ja, hier über uns. Tim, hast halt du noch den Bogen oder willst du den behalten? Solange du angelst, würde ich den behalten. Wenn du nicht mehr angelst, gebe ich dir den instant wieder. Ja, ich angle. Aber ich scout das hier nicht halt, ne? Okay, sind halt noch voll viele Uni. Behalt das mal. Ja. Dann lass nochmal. Ich angel nur Fische, ne? Ein paar Minuten. Dann lass doch mal weiter nach Gold suchen ein bisschen. Vielleicht kriegen wir noch was. Ja, ich bin unten. Zieh uns noch mal in eine andere Sprachchat, glaube ich. Der Tipp ist übrigens rumgegangen. Viele andere Spieler haben auch keinen Glowing-Effekt mehr, ne? Okay. Aber wir haben doch keine Milch, oder? Nee, ich meine nur, dass ihr aufpasst, dass andere auch ohne Glowing-Effekt sich nähern können. Ja, aber eigentlich liegt es, glaube ich, eher daran, dass die Leute halt erst auf 30 Blöcke Entfernung siehst und die halt nicht so schnell kommen siehst. Also, ich scoute die ganze Zeit, aber hier ist nichts. Wir sind safe. Hat noch jemand eine Angel übrig? So, das Main-Gespräch in diesem Stream. Hat noch wer eine Angel? Ja, aber nichts zu tun. Wenn du hier einen Angelshop aufmachen würdest, einen Suche, du würdest ultra reich werden. Also. Ultra. Ja. Du würdest wahrscheinlich von allen beschützt werden. Also. Angel. Ja, Angel. Ich versuche die ganze Zeit, einen Delfin unter unserer Base zu trappen, damit der uns mal den Effekt gibt. Was ist das für ein Effekt, Alter? Ich bin so ein Noob. Schneller fliegen, schwimmen.
Dann sind wir schneller als wir unterwegs. Fliegen wir geil, ey. Ja. Dann müssen wir dem nur einen Nametag geben, dann kann er auch nicht despawnen. Glück gehabt. Du weißt, dass ich einen Nametag habe? Ja, ja, wir haben mehr als genug Nametags. Okay. Ich würde den Waldemar an. Nennen. Ich würde den Günther nennen. Frau oder Gisela. Waldemar Günther. Oder Jochen. Güntemar. Jochen. Waldeter. Hilf. Oder wir nennen ihn Zander. Oh, wir müssen noch Gräber bauen. Ja, oh, stimmt. Ja. Für Dena und Kati haben wir einfach liegen lassen. Jetzt auch noch für Kev. Holy shit. Ich hab so viel gestorben. Wir haben auf jeden Fall noch Blumen, ja. Ich weiß nur nicht. Bau dir ein Grab für Kev gerade. Ich weiß nicht, ob es ja, so gut ist, diesen Erdegang. Wir bauen jetzt Gräber für die Leute, die alle gestorben sind. Oh ja, wir haben hier ganz viele Blumen. Ich klingel und keiner wo macht mehr hier? Auf. Ich komm noch. Ich komm ja, in der ersten. Ne, mach da, wo bin ich denn? Basti? Milch ist erlaubt, ja, ja, kein Gift. Okay. Passt dazu? Ja, mit so, wer hat Blumen? Du meinst die Oxy-Daisy, oder was? Nein, irgendwelche Blumen. Ach, hier sind Blumen. Okay. Ich genau, ich hab den Kaudi. Haben wir die schon vermerkt? Gräber für unsere Verlorenen. Was ja, hat's wir haben gewarnt, es kommen Leute mit Tränken. Ein Chat angeblich. Seid ihr euch da ganz sicher? Wir haben doch nur noch 4 Minuten. Ganz also, kurz, sollen sie doch mal kommen in ganz 4 Minuten. Kurz, ich habe nicht alles mitgekriegt. Was hat's denn da vorne mit Bergmann auf sich? Die dürfen da wohnen. Ja. Die sind die neutrale Schweiz und halten uns zur Not die Gegner ab. Ist halt ganz geil, ne? Wenn irgendwer wen töten will, dann töten sie zuerst die. Menschliches Schutzschild nennt man das. Ja. Okay. Aber wir helfen denen auch, wenn die abgeschossen werden. Ja, okay. Ja von hier hinten. An die Zuschauer. Leute, was soll ich sagen? Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Kev, es tut mir leid. Ja, Kev, schade. Ey, ganz ehrlich, ich hab's gesehen. Die waren so schnell, dass die keinen Speed hatten. Wundert mich. Aber, Alter, mit 4 Herzen, trotz voller enchanteter Rüstung, Profile-Schaden. Ich hab nur 3 kassiert und war down. Okay, krass. Das ist so ey, und gerade, wo wir alle Strings und so gefarmt haben, ne, jetzt habe ich auch deine Strings alle, ne? Ich habe. Die sind schon wieder hier. Venis hier. Was? Ja, Venis hier. Rechts vom Bergmann und die haben scheinbar nicht Angriffspakt mit Bergmann. Was? Hau ab. Die bewegen sich gerade aber auch richtig schnell. Und sneaken. Ich glaube, die wollen sich erstmal. Ja, ich glaube nicht, dass der Bergmann sich da so sicher ist, dass Veni nicht Angriffspakt hat. Ja, so wie die sich gerade bewegen, ne? Die sind auch in Hauptabstellung. Ja, aber Veni, die hätten die schon längst umgenietet. Glaube ich auch. Aber von denen sind 2 Stück weg: Schmocki und Henke. Henke ist tot? Ja, Henke ist tot. Lassen wir die rein, wenn die gejagt werden? Das ist jetzt mal eine. Ich würde es machen. Eigentlich sollten wir alle angreifen. Ja. Alle los. Komm, lass es einfach machen. Ja, jetzt ist schon wieder weg. Ey, Herr Bergmann, wie der natürlich immer schreibt. Hier schreibt gerade einer, Veni teamt mit dem Minimi, der wo Kev getötet hat. Ja, Mimi-Checker. Alter, ich glaube... Ja, das stimmt. Ich glaube, die bringen sich in Stellung, dass wenn wir zu lange brauchen beim nächsten Mal... Oh, beim Einlocken. Stimmt. Direkt eingreifen beim Einlocken. Wir wollen direkt angreifen. Vielleicht sollten wir uns so stellen, dass wir morgen direkt uns deffen können und keiner irgendwo in der Mitte am Rand steht. Dann sollten wir vielleicht runtergehen. Am besten alle irgendwie unten in die Mine. Ja. Ich sagen. Wir haben sehr viel Zeit. Sicher? Kann jemand nochmal Wasser runterlassen? Oder alle ganz oben in die Festung. Kann jemand nochmal Wasser runterlassen, bitte? Ja, ganz oben. Ganz oben. Wir haben noch Pfeil und Bogen. Es wäre dumm, wenn wir runtergehen. Es wäre dumm, wenn wir runtergehen, wenn wir Bögen haben. Lass nach oben, lass nach oben. Zu den Gräbern. Warte, nach ganz oben. Wir haben jetzt einen Delfin bei uns. Wo könnte noch, kann man denn Adder? Ja, wer ist hinter dir, oder? Oh, Entschuldigung? Was hey, LOL, dort ist ein der Chat. Wir können ja mal den Chat fragen. Chat, sind die noch in der Nähe oder sind die weiter weg davon? Ich hab die gar nicht gesehen, waren die noch mal. Fix war bei uns. Also die haben Gräber für alle gebaut. Ja, der Spark, der Mimi-Checker da, der Mimi, keine Ahnung wie, der teamt anscheinend mit Veni. Ich hab grad so Panik. Die schwimmt zu uns. Was? Ja, lass die rein. Lass die auf jeden Fall reinlassen. Ja, die schwimmen dann nicht wirklich zu uns, die bleiben da immer noch. Ja, Leute, kommt doch mal alle rein jetzt, oder? Ja, wir am Rad stehen. Kommt rein. Ja, lass die rein, Leute, lass die rein. Sollen wir uns hier oder nach oben? Wir haben nicht oder nach viel unten? Zeit, ne? Da beim Verzauberungstisch, würde ich sagen. 30 Sekunden oder so, ja. Alter, diese Festung, ne? Ohne Witz, ey. Ich hab echt Panik, dass die mit denen einen Pakt haben, ne? Ja, und dass sie jetzt einfach nur gekommen sind, damit wir den Obacht-Ding sollen die hier. Ja, aber hör mal, das kannst du jetzt gleich nachgucken. Der Stream ist gleich zu Ende. Kannst du ja, das können die doch besprochen haben. Oh. Leute, soll ich die reinlassen? Ja. Nessie, Mann! Was? Du hast mich geschlagen! Oh nein, ich hab das so Trottel.
Messi partiert mit denen. Messi! Okay. Ich hab nur meinen Cobblestone hier rausgebracht. So, da war's vorbei. Wir haben überlebt. Nächster Tag, jawohl. Wir sollten auf jeden Fall mal mit denen sprechen vom nächsten Mal. Unbedingt. Ja. Oh, war cool, hat Spaß gemacht. Base vielleicht ein bisschen größer bauen, weil wir jetzt immer mehr werden. Aber Leute, ich muss sagen, es war trotzdem gut. Wir wissen, dass wir jetzt zusammengehören. Ja, aber es könnte halt, wie gesagt, morgen kann es halt passieren, dass Veni und Co. direkt beim Einloggen angreifen werden, weil sie denken, dann sind wir am schwächsten oder so. Macht euch da einfach drauf gefasst. Falls die vielleicht hier reingehen. Nee, ich glaube nicht, dass Bergmann sich auf sowas einlässt. Also. Nee. Nein, ich glaube es echt, man. Ja, der fünfte Tag überlebt, Freunde. Also diese Folge habe ich nur Schaden bekommen und bin herumgerannt. Ja, diese Folge habe ich Schaden bekommen, aber Schärfe 4 ist fast drin. Ich bin aber erstmal raus und so weiter streamen. Okay.